Was stellt eigentlich sicher, dass ein Lebewesen den ihm innewohnenden Daseinszweck verwirklichen kann? Burkhard Heim formulierte diese Frage mit etwas komplizierteren Worten. Wann ist eine äonische Aria televariant? Diese Frage wollen wir in diesem Video zunächst für einfache Lebensformen untersuchen, genauer gesagt auf den Lebensbeginn bezogen, also die Fortpflanzung. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Wir haben kennengelernt, alle Vorgänge in der Welt, die werden aus X6 gesteuert, aus der sechsten Dimension. Der von dort sozusagen regierende Wille, den nennt Burkhard Heim eine Maxime, ganz im Sinne der Definition von Immanuel Kant. Wir wissen nun also, was in der sechsten Dimension prinzipiell abläuft, aber wir müssen es noch ein bisschen feiner unterscheiden lernen. Gehen wir nochmal kurz zurück zur Quantenstatistik. Da hatten wir festgestellt, dass der Zustand eines jeden Teilchens im nächsten Moment entweder ein strukturelles Minimum, ein relatives Minimum oder Maximum an Struktur verwirklichen kann. Und je nachdem wirkt entweder eine positive oder negative Maxime. Wenn wir ein Makrokollektiv von Teilchen betrachten, also einen makroskopischen Gegenstand, dann treten die negativen Maximen in den Vordergrund und bewirken bei jedem Vorgang, bei jedem physikalischen Vorgang eine Entropieerhöhung und damit eine Minimierung der Struktur. Wenn nun aber die Materie belebt ist, dann setzt sich ihre Organisation ja in die Bereiche Beta und Gamma vor, den Bios und die Psyche. Und dort dominieren mehr und mehr dann die positiven Maximen. Diese Maximen sind die Voraussetzung dafür, dass sich diese Ilkor-Strukturen überhaupt bilden können. Diese Ilkor-Holomorphismen, die ganzheitlich die Sinnesimpulse integrieren, verarbeiten und für biologische Reaktionen sorgen. Diese Steuerung bedeutet immer eine Aktualisierung der syndromatischen Struktur meines Ilkor, entsprechend seiner Freiheitsgrade und der ihm innewohnenden Verknüpfungen zwischen den Triebkomplexen. Holomorphismus bedeutet die Integration in eine Ganzheit, die wir als Leben erkennen. Solange ein Geschöpf lebt, solange ist es mehr als grobe Materie. Nun denken wir mal ein paar Videos zurück. Das Prinzip der Televarianz. Das bedeutete, dass die transzendente Aria, auch äonische Aria wegen äonischer Dimension, dass die transzendente äonische Aria meiner möglichen Lebenswege oder meiner möglichen Entscheidungen geschlossen ist. Der Grund, warum wir das kennenlernen mussten, war der, wir müssen jetzt lernen zu unterscheiden, wann eine Maxime eine Televariante Aria induzieren kann. Oder in anderen Worten, wann ist eine Maxime telezentrisch? Und jetzt wisst ihr endlich, was es bedeutet. Jetzt machen wir nämlich syndromatrische Maximen telezentrik. Fangen wir unsere Betrachtung bei einer ganz einfachen Entität an, einem Einzeller, dessen biologisches Organisationsniveau liegt auf der Totalität 11. Der hat einen Ilkor mit zwei Telekor-Syntroklinen und dieser Ilkor liegt in der Totalität 20. Wie sieht nun der Lebenszyklus eines solchen Einzellers aus? Gut, wir haben eine Zelle und die hat ihren Ilkor. Was geschieht nun, wenn sich die Zelle teilt? Wir wissen sehr genau, was bei der mitotischen Zellteilung passiert. Aus einer Zelle werden zwei. Beide Zellen sind danach aber nicht unterscheidbar. Nun stellt sich die Frage, was passiert denn parallel zu den biologischen Abläufen in der äonischen Aria? In den möglichen Lebenswegen der Entität ist das ja ein Punkt, zu dem eine Zelle hingeht und zwei ihn verlassen. Was geschieht denn aber nun mit dem Ilkor? Offensichtlich muss der sich ja auch irgendwie spalten, denn wenn wir zwei Zellen haben, dann brauchen wir auch zwei separate Steuerungsmechanismen. Jeder Ilkor aber, der wird von einer Maxime induziert. Und nun ist die Frage, was passiert mit der Maxime? Spaltet die sich auch irgendwie? Oder kommt eine andere Maxime von irgendwoher?
Um die Frage noch etwas genauer zu zeichnen, schauen wir uns jetzt erst einmal im Vergleich dazu die sexuelle Fortpflanzung an. Da denken wir natürlich gleich an höhere Tiere oder uns selbst, aber der Prozess der Kernverschmelzung, der kann auch schon bei höheren einzelligen Lebewesen stattfinden. Es kommt dann auch zu Mischformen, wo nur alle paar Generationen, also nach Zellteilungen, alle paar Generationen eine sexuelle Fortpflanzung erfolgt, aber das tut der Betrachtung keinen Abbruch. Wir klammern jetzt auch nochmal die Säugetiere aus, also alle Tiere, wo das Heranwachsen des neuen Lebens im Inneren des Muttertieres geschieht. Das müssen wir nämlich noch auf andere Weise differenzieren. Wir schauen uns also die sexuelle Vermehrung von einzelligen Lebewesen an oder dort, wo sie außerhalb des Körpers erfolgt, also zum Beispiel bei Fischen, Fröschen oder Korallen oder sowas. Da Spermium und Eizelle aber zumindest für kurze Zeit unabhängig existieren, müssen hier auch unabhängige Maximen wirken, die das Grundverhalten steuern und die inneren Lebensprozesse aufrechterhalten. Sobald beide aber verschmelzen, ist das aber offenbar der eindeutige Startzeitpunkt für den Beginn einer neuen Entität, einer neuen Existenz. Und die braucht dann auch eine neue Maxime, die hier wirkt. Und dieses Ereignis, das können wir jetzt als ein Initial-Telezentrum identifizieren. Denn es ist der Beginn des individuellen Lebensprozesses. Wie gesagt, höhere Tiere und eventuell auch höhere Pflanzen, die müssen wir an der Stelle noch einmal ausklammern, behandeln wir ein andermal. Noch etwas genauer. Es waren vorhin ja nur die Maximen der Keimzellen vorhanden. Damit dieser Verschmelzungsprozess aber vollständig ablaufen kann und dabei der neue holomorphe Ilkor geschaffen werden kann, braucht es eine andere Maxime. Und die kann nicht einfach nur Eizelle plus Spermium sein. Das muss ein neues Ganzes sein. Und damit jetzt zurück zur vorigen Frage. Was ist mit der Individualität mitotisch vermehrter Zellen? Aus dem Fortpflanzungsprozess heraus ist diese Frage gar nicht entscheidbar. Denn aus einer Zelle werden zwei und nicht aus zwei Zellen eine. Das bedeutet aber, dass wir hier kein Initial-Telezentrum identifizieren können. Zwar setzt sich der Lebensprozess fort, aber das individuelle Leben hat keinen eindeutigen Beginn. Es kann auch kein Todesereignis der alten Zelle festgestellt werden, denn das würde eine totale Unterbrechung der Aktivitätenströme bedeuten. Für die mitotische Zellteilung bedeutet das, eine äonische Aria verzweigt sich und spaltet sich auf. Zuerst spaltet sich der Ilkor. Man kann diesen ganzen Prozess der Spaltung der Struktur regelrecht abgebildet sehen in den Phasen der Mitose, wo sich zuerst die Chromosomen verdoppeln, dann sich zwei Pole bilden und die Chromosomen in unterschiedliche Regionen gezogen werden, bevor sich dann die neuen Zellkerne bilden und die Zellmembran spaltet. Die Ilkor-Strukturen und Aktivitätenströme, die diesen Prozess steuern, die haben aber eine so hohe Ähnlichkeit, dass eine echte separate Individualität erst nach einer gewissen Zeit feststellbar sein dürfte. Und bis es soweit ist, müsste man eigentlich noch gewisse nicht lokale Phänomene zwischen beiden Zellen feststellen können. Das heißt, wenn man beide Zellen physikalisch trennt nach der Spaltung und dann einen Reiz an der einen setzt, müsste die andere mitreagieren. Ich weiß nicht, ob solche Experimente jemals gemacht wurden. Es wäre auf jeden Fall sehr interessant. Genau dieselbe Frage stellt sich, wenn man Pflanzen vegetativ vermehrt, das heißt Ableger und Stecklinge bildet. Der Steckling wächst zwar an seinem neuen Standort irgendwann in eine separate Individualität hinein, aber das dürfte ein eher allmählicher Prozess sein, der sich über lange Zeit hinzieht. Maximen, welche diese Vorgänge, also Zellteilung und vegetative Vermehrung, steuern. Die müssen so mit der Biologie verwoben sein, dass das Vorhandensein der biologischen Vorgänge die einzige Bedingung und Notwendigkeit für deren Wirken ist. Burkhard Heim nennt diese Maximen Extramaximen. Und die Aria der Entität, die sie induzieren, die ist dysvariant oder vielleicht höchstens partiell televariant. Bei einem eindeutigen individuellen Lebensbeginn hingegen muss eine Maxime vorliegen, welche die Fähigkeit mitbringt, separate Entitäten
in ein einheitliches Ganzes zu integrieren. Burkhard Heim nennt solche Maximen Inframaximen. Die Aria, die Sie aufspannen, ist mindestens partiell televariant. Voraussetzung ist die sexuelle Fortpflanzung und ein biologischer Organisationsgrad von mindestens 11. So viel also zur Entstehung und Zeugung von Leben und dem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein eines Initial-Telezentrums. Was ist nun aber am anderen Ende der Aria, wenn das Lebensprinzip aufhört zu wirken? Diese Frage untersuchen wir beim nächsten Mal bei 6 Dimensionen in Farbe.